Hallo und herzlich willkommen zur letzten Folge Landwirtschaftssimulator 15. Ich bin der Bio und mit dabei natürlich der Eisberge! Jawoll! Ja, von der ersten bis zur letzten Folge. Wir haben durchgehalten. 150 Folgen, überlegt ihr das mal. 150 Folgen Landwirtschaftssimulator. Schon heftig, ne? Das ist schon eine lange, lange Zeit gewesen. Also wir haben einiges erreicht in der Zeit. Ja, man muss dazu sagen auch, dass es unser allererstes Projekt war, was wir ja überhaupt hier auf unserem Kanal gestartet haben. Und richtig, wann war es? Oktober irgendwann, ne? Ende Oktober war es, also zum Release eigentlich, zum Landwirtschaftssimulator 15, sind wir denn endlich online gegangen mit dem Landwirtschaftssimulator 15. Und ganz ehrlich, wir hatten bis dato jetzt die schönste Zeit allsamt jetzt mit unseren ganzen Projekten, die wir hatten, war der Landwirtschaftssimulator doch so, ja, das... Ja. Genau, ich muss auch sagen, Landwirtschaftssimulator 15 war von den Spielen, die wir bisher zusammen im Multiplayer gespielt haben, abgesehen von Season Motion 2 vielleicht noch, aber das mal außen vor gelassen, also von den Simulationen auf jeden Fall war das Spiel, was auch am besten lief. Ja, das ist richtig. Also es hatte zwar ein, zwei Mal so einen Absturz gegeben, mal bei dir, dass das Klima abgestürzt war oder irgendwas. Mhm. Oder Synchronisationsfehler gerade im Anfangsbereich oder jetzt am Ende mit dem Radlader, das ich wieder nicht gesehen habe, beim Kaufen. Aber das sind so kleine Synchronisationsfehler, die hat jedes Spiel mal. Aber so gravierende Fehler gab es hier eigentlich nicht. Richtig, das ist wohl wahr. Also das muss man sagen, der Landwirtschaftssimulator lief immer perfekt. Also wie gesagt, außer jetzt so kleinere Ausnahmen, war es das Spiel gewesen, was immer perfekt lief. Wir wussten ganz genau beim Landwirtschaftssimulator, wenn wir jetzt zu denen anfangen, dass wir jetzt wirklich eine Zeit durchspielen können. Jetzt nicht so wie bei manch anderen Projekten, wie zum Beispiel ein Bausimulator oder welche Projekte fallen dir da jetzt noch so spontan ein? Was haben wir noch gemacht? Savage Lands haben wir noch gemacht. Genau, was alles so doch irgendwie buggy war. Es waren Early Access Spiele gewesen. Die Spiele waren permanent in Entwicklung gewesen. Der Landwirtschaftssimulator ist das erste richtige Spiel, was wirklich von Anfang an bis jetzt lief. Es kam wenig Updates, muss man dazu sagen. Es gab wenig Aber sie waren auch nicht groß nötig. Nein, waren sie auch nicht. Ja. Genau. Und genau so muss ein Spiel funktionieren. Wie gesagt, wir haben 150 Folgen. Wir haben nicht ohne Grund 150 Folgen von dem Landwirtschaftssimulator gemacht. Aber was, negativ gesagt, was in den fast dreiviertel Jahr immer noch nicht gemacht wurde, jedenfalls meines Wissens, ist die Milch im Spiel. Das ist richtig, genau. Warum? Das weiß nur Giant. Also ich weiß nicht, ob es nicht schon gemacht wurde, dass es bei die Milch verschwindet und da denn das Geld gut geschrieben wird, aber ich glaube, es ist nicht so bisher, immer noch nicht. Also mir, also jetzt laut den Changelogs war da, stand da jetzt nichts drin, genau. Nee. Nee, aber so an sich muss man wirklich sagen, Wahnsinnsprojekt gewesen hier von uns. Also das Projekt geht natürlich weiter, aber es endet jetzt heute hier in Bjørnholm. Bjørnholm ist heute die letzte Folge hier. Und zum Abschluss natürlich, und die Frage natürlich, die hast du ja jetzt ja nun schon so halb beantwortet, was natürlich dein Glücksmoment war jetzt hier in dem Landwirtschaftssimulator. Du hast ja gesagt, dass es ja alles perfekt ist, also es lief immer super. Das Spiel, was wirklich lief. Mein Empfinden, also mein Glücksmoment bei dem Landwirtschaftssimulator ist ganz klar unser Start von unserem Let's Play hier zum Landwirtschaftssimulator. Das war so das Highlight gewesen, was ich wirklich toll fand. Ja, Mankos sind... Ich finde hier auch nochmal so, bevor wir jetzt zu den Mankos kommen, die Grafik auch immer noch ganz, ganz toll. Auch wenn sie jetzt, die ist nicht die oberhammerbeste Grafik quasi, ne? Ja. Aber sie ist... auf jeden Fall schon Hammer trotzdem. Dreh dich doch mal ein Stück nach links Richtung Sonne. Da siehst du jetzt einen wunderbaren, schönen Sonnenaufgang nochmal. Ja. Hat man auch in vielen Spielen nicht. Da ist einfach so eine plumpe Sonne. Ne? Naja, auch von unseren ganzen Projekten ist der Landwirtschaftssimulator das hübscheste Spiel. Also ich habe kein vergleichbares, hübscheres Spiel gesehen. Nicht mal Space Engine. War auch nicht schlecht. Ja, aber es war... Ja, also hat aber auch mit den Grafik-Bugs gehabt, ne? Mit Kanten, wo man durchgucken konnte. Genau. So. Space Engineers war jetzt zum Schluss in der letzten Folge mit DirectX 11, wurde es auch nochmal richtig hübsch. Also, ja, gut. Wir werden es uns natürlich später nochmal angucken, Space Engineers. Wir werden es später wahrscheinlich nochmal irgendwann aufgreifen, aber in der Zeit erstmal nicht.
jetzt gespannt, was uns jetzt als nächstes erwartet. Als nächstes erwarten tut uns ja natürlich eine neue Modkarte. Das hatten wir ja schon im Vorfeld ja Bescheid gesagt gehabt, dass wir ja jetzt so vorhaben, uns denn doch mal an den Mods ranzusetzen. Weil das Ding ist, wir beenden ja jetzt hier im Björnholm sprich. Das heißt, es kann jetzt nichts mehr kaputt gehen, wenn wir jetzt hier Mods jetzt mit rein installieren. Und das Safe Game, der wird jetzt nicht zerstört oder so, weil wir spielen ja auf einer komplett neuen Karte. Das heißt, wir müssen ja dementsprechend auch einen neuen Speicherstand machen. Und hätten wir jetzt die Mods mit reingenommen, die jetzt irgendwann mal fehlerhaft gewesen wären, hätten wir dadurch natürlich auch den Spielstand wahrscheinlich beschädigt. Wäre möglich gewesen, auf jeden Fall. Was ist jetzt so? Starten wir dann gleich mit der Anzahl an Mods. Genau. Wir haben uns die auch alle zusammen, sage ich schon mal vorab, alle zusammen in einen RAR-Archiv gepackt. Also falls mal irgendwann dann später jemand mitspielen sollte, möchte, wir das organisieren wollen, können, wie auch immer, dann gibt es einfach nur dieses RAR-Archiv, wo dann alle benötigten Mods inklusive der Karte alles drin ist. Richtig. Das braucht ihr dann nur runterladen und habt das also dann... Also wir geben euch den Link, dass ihr das euch dann da runterladen könnt. Genau. Ihr könnt das dann wieder, runterladen und dann habt ihr das zur Verfügung. Dann kommen wir jetzt noch zu den Mankos hier vom Landwirtschaftssimulator. Also ich habe jetzt wirklich mal überlegt, so... Wie gesagt, außer die Kleinigkeiten, wie zum Beispiel, dass die Milch jetzt nicht verkauft wird oder so... Es kam irgendwann so eine Durststrecke. Da wurde es auf einmal dann doch relativ langweilig, der Landwirtschaftssimulator, weil man halt immer nur noch das Gleiche gemacht hat. Wir haben halt nichts Neues probiert gehabt. Ja, wir hatten auch kein Geld, um groß irgendwas Neues zu kaufen. Genau, genau. Und dann war die guten Maschinen quasi, die wurden ja immer teurer quasi, so nach dem Motto. Und da noch eine zu bekommen, war dann schon nicht mehr so einfach. Also das war so. Man arbeitet ewig lange zig Folgen, um auch nur ein Fahrzeug kaufen zu können. Wieder und das ist dann schon ja sehr langwierig. Ich denke, für euch war das auch teilweise vielleicht ein bisschen, ja, manchmal ja, doch ein bisschen. Wahrscheinlich waren von den 150 Folgen, habt ihr 40 Folgen davon gesehen, wie ich irgendwelche Felder abgeerntet habe. ja, tut uns leid, aber das ist der Landwirtschaftssimulator. Ne? Es besteht halt praktisch aus nichts anderem. Ne? Ja. Zur Konkurrenz kann man ja nun mal auch mal noch mal so ein kleines Wort sagen. Der Farmexperte möchte ja jetzt ja nun ja auch den Thron haben, von wegen hier beste Landwirtschaftssimulator und hast nicht gesehen. Finde ich gar nicht. Nein, eigentlich nicht. Laut Koch Media Presseaussage steuern sie den zweiten Platz des Genres an. Achso, naja, gut, da es ja Gott sei Dank kein zweitplatziertes gibt, ne, haben sie schon gut eingereiht. Nein, aber da finde ich ganz gut, da ist zum Beispiel das so gemacht, dass du nur einmal im Jahr aberntest. Ne? Hier ist es so, dass du wirklich nach 3-4 Tagen aberntest und dann war es, wieder siehst neu und so. Das Problem ist, du hast da aber ganz schnell nichts zu tun und musst dann doch auch nur den Zeitvorlauf benutzen. Ich würde nicht sagen, dass du da nichts zu tun hast, wenn du wirklich deine ganzen Tiere hast. Also ich hatte ja nun relativ schnell angefangen, von wegen mit Tieren hatte ich angefangen, mit Feldern, dann hatte ich Obst, genau. Da hast du ganz schön zu tun, gerade wenn du jetzt auch Rasen machen musst und schon alleine diese ganze Feldarbeit, die du da hast. Ja, das dauert nicht wie hier. Ich meine, gut, wir haben jetzt nur große Fahrzeuge gehabt und so. Dauert es da wirklich, bis du ein Feld fertig gepflügt hast, bis du das kultiviert hast, das Feld, bis du das gedüngt hast? Ja, da sitzt du deine. Ich hab auch schon eins gepflügt und kultiviert da, mit dem Grubber nochmal rüber quasi. Das dauert schon, das ist richtig. Also da sitzt du dann wirklich schon selbst nach Feldgröße. Ein kleines Feld. Ja, genau. Genau, also da sitzt du dann wirklich schon eine Stunde dran, bis zu zwei aber Stunden. Aber es liegt ja auch daran, dass du am Anfang noch relativ kleine Flüge und Grubber hast. Ne? Naja gut, wir wissen nicht. Wenn ich die größeren hätte, dann wäre man natürlich auch schneller dabei. Also das ist so mein Manko, dass, wie gesagt, wir haben hier... ich sag Beim mal, Anfang kein, haben wir keine hier auch Jahreszeit. Wir haben hier keine Jahreszeiten, das stört mich ein bisschen. Wie gesagt, das stört mich zum Beispiel noch, dass, wie gesagt, wir haben jetzt ein Pickup, ja, und mit dem Pickup können wir jetzt nicht zu zweit in einem sitzen, ja. Obwohl wir locker 4 drin Platz hätten. Also diese Kleinigkeiten ich sag mal ganz ehrlich, vermiesen so diesen Eindruck so ein bisschen. Da hätte man noch ein bisschen besser, ein bisschen mehr machen können, dass es von vornherein schon so funktioniert. Ich meine, auch ein Bausimulator hat es geschafft, dass zwei in einem Auto sitzen können. Warum denn also der Landwirtschaftssimulator nicht? Denn wie gesagt, das mit der angesprochenen Milch, dass sie einfach dann verschwindet. Nach Tageszyklus, denn wenn der Tag rum ist. Das sind so die Kleinigkeiten und diese Kleinigkeiten aber sind leider dafür, dass das Spiel dann so ein bisschen, ja. Es ist gut, es ist wirklich gutes Spiel, aber es ist nicht perfekt. Was mich gestört hat, war die Tatsache, dass die besten Traktoren nicht alles ziehen konnten. Ja,
Ja. Das fand ich massiv störend, weil die Zigarre, das stand vor allem nirgendwo am Anfang. Mhm. Wenn man das nicht wusste, durch Internet-Recherchen quasi schon, dann hat man sich mühsam einen Haufen Geld zusammengespart, kauft sich diesen Trecker, speichert nicht vorher quasi, kauft sich diesen sündhaft teuren Trecker und stellt fest, dass sich viele verkauft, vielleicht vorher noch den man vorher hatte, weil man denkt, ja, die brauche ich nicht mehr, ich habe ja jetzt den neuen dann. Und dann stellst du fest, du kannst einige Sachen plötzlich gar nicht mehr machen, weil du das gar nicht mehr anhängen kannst. Dann hast du Schwierigkeiten, vielleicht irgendwas noch zu machen, wie zum Beispiel die Tiere zu versorgen, weil du irgendwelche Sachen, irgendwelche Anhänger nicht mehr ziehen kannst. Mhm. Ja, wie vielleicht jetzt den Zeta oder den Schwader oder Ladewagen, wie auch immer. Aber ja, das fand ich halt sehr, sehr störend. Das war auch ein böser Schlag für uns gewesen, wo wir uns in den T8 geholt hatten. Ja, genau. Weil der war wirklich leistungsstark gewesen, ja, also es war auch ein toller Traktor gewesen, bloß dass er halt das Problem hatte, dass wir den zum Beispiel gar nicht für die Tierzucht benutzen konnten, also für die Tierzucht. Ja, weil er einige Sachen einfach nicht ziehen konnte davon. Was zum Beispiel ist auch noch ein Manko, ja, dass die Tiere sich hier zum Beispiel nicht weiter vermehren, ne? Man muss die Tiere wirklich Stück für Stück kaufen und das ist so, ja. Die werden auch nicht älter und sterben auch nicht. Genau. Auch wenn du sie nicht fütterst. Genau. Bei Farmexperten sterben sie, wenn sie nicht fütterst. Naja, da sind mir schon ein paar Tiere weggestorben. Ja, okay, aber wie gesagt, wir wollen jetzt hier nicht, ja. Also, wie gesagt, Landwirtschaftssimulator, bestes Let's Play, was wir hier bei uns auf dem Kanal hatten. Und ich denke mal, ihr könnt das mitteilen, die jetzt immer noch mit dabei sind, die von der ersten Folge bis zur jetzt noch dabei sind. Die, denke mal, die wissen, worüber wir hier eigentlich sprechen, über den Landwirtschaftssimulator. Und ja, man. Es gibt, wie gesagt, wir hatten viele, viele, viele tolle Momente, auch mit euch. Danke nochmal für alle Kommentare in dem ganzen Let's Play von den Landwirtschaftssimulator. Ja. Vielen Dank. Auch dafür vielen Dank, dass ihr uns immer Mut gemacht habt, immer weiterzumachen, nicht aufzuhören. Das ist wirklich für uns schon eine ganz, ganz große Sache. Und wie gesagt, wir wollen uns halt damit auch bedanken, dass wir halt natürlich die zweite Staffel direkt jetzt nach unserer Pause gleich wieder angehen. Mit einer neuen Karte, eine Vierfachkarte ist es in dem Modus, schwer wollen wir spielen. Ice Dragon diesmal wird das komplette Hofmanagement dann übernehmen. Also habe ich diesmal den Spielstand bei mir. Genau. Also wie gesagt, in schwer, wir fangen wirklich von klein auf an. Wir zeigen euch denn die Karte, denn die wir toll finden. Also es waren zur Auswahl, wir können es ja mal sagen, zur Auswahl stand halt die Micmap die Micmap-Zelle war das gewesen. Genau, Micmap, also Made in Germany, denn, in Region Celle. Genau, das ist eine Vierfachkarte meiner Meinung nach gewesen. Das war auch eine Vierfachkarte. Dann stand die Karte Südharz, die hatten wir bei uns auf dem Tacho gehabt. Dann hatten wir die Karte Mönchwinkel. Also das sind alles tolle Karten, leider konnten wir uns nur für eine entscheiden. Und ihr aber werdet sehen. Genau, also ihr werdet bisschen sehen. Die Spannung muss noch drin bleiben. Richtig, weil sonst wird es ja langweilig. So, ja, aber. Wir müssen uns die Karten angucken, die wir jetzt erwähnt haben. Quasi. Also wir haben die Micmap, wir haben die Südharz und Mönchwinkel. Meiner Meinung nach hatten wir sogar noch eine vierte gehabt, aber an die kann ich mich jetzt nicht mehr erinnern. Nee, ich jetzt spontan auch nicht. Aber wir können euch sagen, eine von den dreien ist es. Genau. Aber welche Karten wollt ihr noch nicht? Richtig. So, okay. Jetzt haben wir hier aber auch ein bisschen gearbeitet, denn wir haben hier alle unsere Geräte. Genau, alles, was wir haben, also bis auf ein paar kleine. Ja, also jetzt genau, so diese Anbauten vorne. Die Baumstumpffräse ist mein beliebter hinten im Wald und ein Dolly ist auch noch woanders. Ja. Aber und der Maispflücker, aber das ist eigentlich alles da. Wir haben all unsere Geräte jetzt hier angeschafft und schaut euch das an. Anfangs dachte man gar nicht, ja, es ist ganz schön was zusammengekommen, ne? Und dafür, dass wir immer noch Plus machen. Ich ja gar nicht so viel. Man hat das so angefangen, alles so Stück für Stück in Reihe zu stellen. Jetzt mal ablaufen alles. Genau. Das würde ich gerne machen. Ja, dann fangen wir mal hier hinten an einfach. Richtig, mit unserem alles noch mal erwähnen, was das alles ist. Teleskoplader hier. Wir müssen uns entschuldigen, alle sind dreckig. Wir haben sie nicht vorher noch mal gewaschen. Aber sie wurden ja auch benutzt, ne? Richtig. Das zeigt, dass alles benutzt wurde. Wir hätten natürlich nochmal alles auf Hochglanz polieren können vorher, aber nein. Wir waren faul. Genau, hier unser Liebherr. Unser Teleskoplader von Liebherr halt. Unser mit Schaufel für zuletzt benutzt für dem Laden von Hackschnitzel und davor zum Verkauf von Silage in der Biogasanlage. Genau, deswegen ist er so dreckig. Dann haben wir hier unseren JCB-Radlader jetzt in den letzten Folgen gekauft noch. Vor kurzem erst gekauft, noch zum Laden von Hackschnitzel verwendet. Und der hat sich schon gleich bezahlt gemacht, da er wirklich eine riesen, riesen Fassung hatte. Und der S-Wagen hat auch schon ein bisschen Hackschnitzel verkauft und somit haben wir ja auch schon wieder 100.000.
Genau. So, dann haben wir jetzt natürlich hier. So, jetzt kommst du, Experte. Jetzt komme ich, genau. Das erste, was wir hier sehen, das ist der Einstreuwagen, um Stroh in den Kuhstall einzustreuen. Da ist auch noch ein Strohballen, sehen wir jetzt nicht, aber da ist noch ein Strohballen oben drin. Okay. Der liegt noch da drin. Da müsste man jetzt im Trecker einsteigen und rauszoomen, um das zu sehen. So, daneben haben wir den Futtermischwagen. Genau. Für das Mischfutter, Kraftfutter, wie auch immer, für die Kühe. Aus ein Drittel Silage, ein Drittel Stroh und ein Drittel Heu. Also jeweils einen Ballen rein, einfach quasi, dann passt das wunderbar. Und für das Mischfutter halt. So, Daneben haben wir einen ganz klassischen, sehr einfachen Ballenwagen, einfach von Fliegel, genau. vom Fliegel, genau, ein ganz klassischer Ballenwagen. Könnt ihr natürlich auch zum Transport von Wolle benutzen oder wie auch immer. Könnt ihr einfach alles oben raufpacken, was ihr transportieren wollt. Und das hält dann. Hier haben wir daneben von Ursus den T127, einen automatischen Ballensammelwagen für Rundballen. Den du eigentlich nie haben wolltest, ne? Doch, ich wollte den eckigen nicht haben. Ach, du wolltest den Eckchen nicht haben. Die Eckballen wollte ich nicht, die Quaderballen. So, dann haben wir hier unsere Ja, ich bin Wickler. noch nicht fertig mit dem. Geduld musst du jetzt schon haben. So, ja, kann halt Strohballen, Heuballen und auch gewickelte Silageballen aufnehmen. Und deswegen, dann kommen wir nämlich direkt zum Heuballenwickler, Genau. der denn daraus Silage macht. Also die gären halt in dem gewickelten Wagen, in der gewickelten Folie, gären die dann quasi zur Silage weiter. Daneben kommen So. unsere beiden Ballenpressen. Eine hatten wir benutzt für Heuballen, die andere für Strohballen. Genau. Ich bin nicht irre, war die linke für Stroh, nee, für Heu, die rechte für. Ist ja auch Naja, egal. ist ja egal. Jedenfalls von New Holland. Und beide von New Holland, klar, sind dabei die gleichen, beides Rundballenpressen. So, dann haben wir hier. Das ist jetzt der Schwader. Aha. Das ist nicht der größte. Das ist der mittelgroße von Pöttinger, wenn ich mich nicht irre. Ist Ja, der ist er. Pöttinger? Ja, Ja, doch. Pöttinger. Pöttinger. Von Pöttinger, genau. Von Pöttinger, das ist der mittelgroße, der hat vier Schwaderkreisel quasi. Der größere wäre von Krone gewesen, glaube ich. Ich gucke mal noch mal kurz nach, der wirklich von Krone gewesen, da will ich nichts Falsches sagen. Von Krone, genau, und der hätte dann, glaube ich, sechs Kreisel gehabt, genau. Okay. Der wäre ja noch mal einen Tick breiter gewesen, wird der, aber der hat jetzt 12,5 und der Krone wäre 19 Meter gewesen, aber der hat auch vollkommen ausgereicht. Genau. Daneben haben wir einen Zeter zum Graswenden, um daraus getrocknetes Gras, also Heu, zu machen. Und ja, viel mehr macht man damit ja auch nicht. Nö. Und daneben haben wir noch einen Sammelwagen. Da können wir natürlich das normale Gras, das normale, nicht getrocknete Gras einsammeln. Man kann damit meines Wissens aber auch Stroh sammeln und, glaube ich, auch Heu Ich sammeln. glaube schon, ja. Ja. Und Das. daneben haben wir jetzt noch die Schneidwerke. Einmal das kleine jetzt hier vorne ist das Frontschneidwerk für Genau. einen Traktor und das hintere zum Ausklappen rechts und links ist dann das hintere Schneidwerk. Was ich extra gekauft hatte, weil mich der Ice Dragon halt so abkommandiert hatte zum Rasenmähen und ich wollte aber nicht mit dem kleinen Ding hier Du arbeiten. wolltest nicht nur mit dem kleinen Ding arbeiten, hat zu lange gedauert. Genau. So, und da kommen wir auch schon zum ersten DLC. Nee, gar nicht. Ist ja schon der Ja, zweite. wir hatten ja hinten Also, es schon ist der den. erste DLC, Es ist aber. der erste DLC, den wir hatten, aber da hinten stand schon der Radler, der aber vom Genau. zweiten DLC war. Aber im ersten DLC enthalten dieser, du zeigst es hoffentlich auch ordentlich immer schön, Ja. dieser tolle, total verdreckte Genau. IT-Runner, wir haben ihn ja, ich habe ja mal It-Runner dann gesagt später, ja, mit mehreren Aufsätzen. Wir haben jetzt drei noch da. Es gab natürlich noch ein paar mehr, wenn ich mich nicht irre, gab es glaube ich noch eins, zwei, drei, ich glaube drei oder vier Aufsätze noch mehr dafür. Aber die brauchten wir nicht. Wir haben jetzt also in Blau den Holzaufsatz Genau. zum Transport von Holz, haben wir ja auch benutzt, habt ihr ja auch gesehen. Einmal. Ja. Das zweite Mal, wie alles runtergeflogen ist, Gott sei Dank nicht gesehen. Nein, das war leider offscreen. Habt ihr nicht gesehen, wie alles in der Ja, dann Straße haben wir lag hier dann. in Grün unseren Genau, in Grün hatten Getreidecontainer. wir relativ kurzfristig neu gekauft. Genau, den weißen, den hatte ich ja wieder verkauft. Den hattest du verkauft, genau, und dann braucht man doch und dann haben wir den Grünen gekauft, ne?
Den hatten wir als zweites gekauft, nee, nee. Den hatten wir als zweites, genau. Den hatte ich, den grünen, du hast den weißen, den hast du dann verkauft, genau. Ja, der normale Getreidecontainer und dann hier ist noch der Mulden-Container, der ist auch ein bisschen eingesaut. Da, ja, kann ich da ist aus meiner Meinung nach sogar was drin, ja, genau. Raps. Ja, du stehst jetzt voll im Raps drin. Also, da ist jetzt noch Raps drin, genau, in dem großen ist nichts. So. Genau. So, dann haben wir jetzt hier unsere... Also drei halt Aufsätze für den Edwin. Ansonsten in Rot jetzt gehalten, jetzt kommen wir jetzt zu den drei kleinen mobilen Tankwagen quasi. Der rote ist mehr für Feldarbeit gedacht, das ist halt, sieht man auch schon an der Bereifung, hat dann eine ganz andere, eine viel grobere Bereifung drauf als die anderen beiden. Der rote ist ein Güllewagen zum Streuen von Sprühen, eher von Gülle auf die Felder zum Düngen quasi. Ja, könnt ihr dann halt entweder beim Kuhstall Gülle holen oder bei der Biogasanlage, wenn ihr die halt schon gefüttert habt quasi. Ansonsten heißt der in Blau gehalten jetzt hier der Wasserwagen. Mhm. Haben wir benutzt, um unsere Gewächshäuser mit Wasser zu versorgen. Und Orange kommt und dann hier Orange, mit unserer Benzinpistole. Genau. Unsere mobile Tankstelle quasi, unser Benzintankwagen quasi. So, und jetzt kommt es hier zu den großen Fetten. Jetzt sind wir ein bisschen verdreckt wieder. Jetzt kommt hier voll verdreckt, wenn sie angucken. Das war eklig. Ja, eklig. Aber ja. Es ist, und darin haben wir Milch transportiert, ne? Bläh. Ist das nicht auch ein Mod eigentlich? Das ist ein Modwagen, ja. Genau, das ist ein Mod, ne? Das ist ein Modwagen. Den gibt's aber auch so. Echt? Den gibt's auch so im Spiel, ja, den gibt es. Aber dann ist es ein Güllewagen. Ah, okay. Den gibt es als reinen Güllewagen, den Garant-Kotte. Den gibt es als Güllewagen, ein relativ großer Güllewagen halt. Hm. Es ist an sich exakt derselbe Wagen, es ist dasselbe Modell und so weiter, aber nur, dass er keine Gülle transportiert, sondern Wasser oder Milch. Hm. Also du kannst Wasser oder Milch mit dem transportieren. Den brauchten wir halt für unseren Stop Milk Sale Mod, dass wir halt die Milch dann auch verkaufen können. Richtig, noch. Genau. So, und jetzt kommt hier der, den hatten wir auch relativ zum Schluss gekauft, von Krampe, den Anhänger. Genau, der größte. Der größte, genau. Der größte Transportanhänger, den wir in dem Spiel haben. Ohne Mod zumindest. Fassungsvermögen waren 59.000? Ja, ich glaube schon, ja. Liter? Ja. Hier haben wir unsere Spritze. Und also, die Zugmaschine halt. Ist ja, genau. Unten mit Königszapfen. Mhm. Ja, so heißt das Ding, Königszapfen. Ja, hier, und jetzt kommt mal meine Abteilung hier, unsere Spritze hier. Ja, jetzt bist du mal für die Feldarbeit von Amazon. Amazon. Meiner Meinung nach ist das die größte, ne? Es ist. Das weiß ich jetzt gar nicht, ja. Ich guck. Ja. Ja, das ist die größte, ne? Es gibt noch einen Zusatztank für vorne, aber. Okay. Ja, hat mir auch nie gezeigt, ne? Nö, nee, also der hat bloß 1000 Liter. So, dann haben wir hier von Horsch natürlich hier den Maestro. Wenn es mich jetzt genau, der Maestro ist es. Und zwar für unsere Setzmaschine für Mais. Nee, doch, Mais doch. Und. Mais und Zuckerrüben. Mais und Zuckerrüben, genau. Mhm. Die war sehr, sehr spaßig gewesen, obwohl ich die selten benutzt habe. Aber dafür habe ich den hier umso mehr benutzt hier. Mhm. Von. Kleine. Federstedt ist er, ne? Federstedt, genau. Ruber- und Seemaschine in einem. Genau, war aber auch dementsprechend auch nicht der größte gewesen, ne? Er hat zwar diese Funktion, dass er halt als seine Gruber hat und sehen konnte automatisch. Also sparst dir einen Arbeitsgang dadurch, genau. Aber dafür hat sie halt nicht die größte Arbeitsbreite. Also wirklich ein ständiger Begleiter gewesen von uns hier. Die Seemaschine halt für Weizen, Gerste, Raps. Ja, also eigentlich alles andere, genau. Außer Kartoffeln, Rüben und Mais. Genau, dafür hatten wir den von Horsch. Für Kartoffeln nicht. Nee, für Kartoffeln, die hatten wir ja so. Da gibt es extra einen Setzkasten. Die hatten wir ganz, ganz am Anfang mal. So, dann haben wir hier unseren Gruber. Unseren Gruber von Lemken. Lemken, ja, genau. Den haben wir auch ein paar Mal benutzt, aber auch nicht. So oft. Riesenmonster Arbeitsbreite und seiner Zugkraftbenötigung von 320 PS, wenn ich irre. Ja, ja, der war wirklich schon enorm gewesen. Deswegen hatten wir auch ja damals den T8 gekauft gehabt. Deswegen hatten wir den T8 gekauft. Genau. So, hier unser Gruber. Kleiner Flug. Flug, meine ich ja. Unser kleiner Flug, den wir gekauft haben zum Feldverbinden hinten, das wir euch gezeigt hatten, einmal. Jetzt wird es neblig, na toll. Ja. So, und dann kommen wir jetzt hier schon.
zu unseren letzten Fahrzeugen hier. Und zwar natürlich hier zu unserem noch sauberen Pickup. Pickup, ja. Naja, nicht ganz sauber ist er nicht mehr. Ein bisschen Dreck an das hat er auch schon auf der Motorhaube. Mhm. So, dann haben wir hier von MAN natürlich unseren LKW, den wir auch jetzt erst zum Schluss gekauft hatten. Genau, den hatten wir ja geholt, hatten wir auch schon eingesetzt für Wegfahren von ein bisschen Ernte und zum Milch wegfahren. Schniekes Teil, obwohl man sagen muss, es ist Luxus. Also. Naja, aber du bist mit ihm schon wirklich viel schneller unterwegs, da sparst du Zeit, ne? Es hat immer die Zeitersparnis, ne? So, dann kommt hier das Monster von dem Ice Dragon. Das Ding ist Luxus. der Krone Big X, genau, mit dem entsprechenden Aufsatz vorne dran. Moment, der Aufsatz heißt, ich guck nochmal nach. Schneidwerke, es ist das Easy Collect 1053 für zum Maishäckseln. Genau. Es gibt natürlich auch Easy Flow, um Gras zu häckseln quasi. Und dann gibt es noch einen X-Disc, um Weizen, Gerste, Raps und auch Gras. Oh, jetzt regnet's. Häckseln. Na toll, jetzt regnet es auch noch. So, und da kommt dann mein ständiger Begleiter wieder. Genau, der Case IH Axial Flow 7130. Es ist auch und nicht der größte? Es ist nicht der größte, nein. Es gibt noch einen größeren von Case, ne? Auch, und dann gibt es noch einen von New Holland, ne? Ja. Genau. Aber der hat wirklich gute, gute Dienste geleistet. Ja. Also konnte man nicht meckern. Sieht auch extrem nett aus gegenüber dem ersten, den man ja hatte am Anfang. Ja, auf jeden Fall. So, und dann kommt natürlich hier die Megabombe hier. Die Megabombe, was Forstwirtschaft angeht, unser Scorpion King. Ja, also das ist wirklich schon ein schnicke Teil. Von Ponse. Und ich habe ihn in letzter Zeit nochmal benutzt gehabt, kurz im Offscreen, also nicht Offscreen, doch im Offscreen. Im Offscreen, ja. Am Berg hinten eine ganze Ladung Bäume gefällt. Da wo unsere Solaranlagen stehen, die können wir auch gleich nochmal zeigen. Boah. Ja, und dann kommen wir jetzt auch schon zu unseren letzten beiden Schmuckstücke. Ja. Einmal vom letzten DLC, vom zweiten jetzt, vom JCB DLC, der JCB Fast Track 8310. Mhm. Der kann wirklich alles anhängen. Sieht ab und kann alles anhängen, genau. Nicht so wie die anderen. Ich glaube, die haben daraus gelernt, dass so viele das so blöde fanden, dass die nicht alles anhängen konnten. So, und dann der Begleiter hier vom Ice Dragon. Mein Deutz Fahr, die Nummer weiß ich gerade nicht. Da steht bei 7250, wa? Wo steht das? Da oben. Oder ist das die Motorleistung? Ja, nö, 7250 TTV. Das wird schon hinhauen, wa? Astrotron. Ja, 7250 TTV, das passt, genau. Okay. Ja, das also haben wir es auch. Es regnet, es wird ja alles sauber, wa? Ha! So, und dann können wir nochmal was. Es wird ja sauber alles. Ja, können wir nochmal was zeigen, denn ich hatte noch was gemacht gehabt zum Abschluss. So, hier sehen wir mal jetzt unsere ganzen Fahrzeuge jetzt mal von oben. Also es ist schon eine riesen Latte. Da sehen wir mal den Ice Dragon rumlaufen. Hier. Also es ist wirklich schon hier eine riesen Latte. Was wir an Fahrzeugen haben, ist doch schon eigentlich erstaunlich. So, das und ist viel angehäuft. Ja, dann haben wir hier mal ein bisschen was gemacht. Hier natürlich hier oben das M, das H und das D schön in unsere Gerste drin geschnitten. Natürlich. Raps. Raps. Genau. Alles das Gleiche. Kornkreise, wieder Kornkreise. Richtig, natürlich. Hier unten haben wir noch ein nettes Herzchen für euch gemacht. Und dann habe ich hier einfach noch ein bisschen aus Langeweile hier noch Eis hingeschrieben. Und der Bio. Noch ein bisschen. Und hier müssen wir mal gucken, ob wir das sehen. Ja, und hier sehen wir von dem Ice Dragon, was der hier für Schundtaten gemacht hat. Haufen Bäume weggemetzelt. Na, hat er alles weggemacht, hat er gerade Bock drauf gehabt. Und unsere Solaranlagen sind auch noch da. Genau, hier haben wir noch unsere Solaranlagen. Ja, also seht ihr hier MHD, Herzchen. Und drei, hier haben wir das Feld zusammen. Gewächshäuser haben wir auch noch. Hier haben wir das Feld zusammen gemacht, denn dass es ein großes wird. Genau. So, unsere Gewächshäuser waren hier unten. Natürlich bei den Kühen. So, die haben wir jetzt hier, haben wir unsere Gewächshäuser, unsere drei, die ich eigentlich mal dann abschaffen wollte. Ja, und dann, ja, war es das ja eigentlich, ne? Hier haben wir unseren DLC, also... Ich glaube, ich auch nicht mehr aufstellen, Gewächshäuser, ich fand die nervig.
Ja, aber haben halt Geld gebracht. Aber ich würde mir wahrscheinlich lieber eher so eine Solaranlage hinstellen. Ja, weil ich fand sie nervig, weil ich da ständig Wasser und vor allem Mist ständig reinkippen muss. Tja, gut. Das war's dann eigentlich schon so von unsererseits. Jo. Wir hatten auf jeden Fall wirklich viel, viel Spaß. Wir können uns immer wieder wirklich nur noch bedanken bei euch, dass ihr wirklich, also wenn jetzt noch wirklich Zuschauer dabei sind von der ersten Folge, super, dass ihr so lange durchgehalten habt, 150 Folgen. Würde sagen, wir gehen jetzt dann ein bisschen jetzt in die Pause und sehen uns dann natürlich in der zweiten Staffel vom Landwirtschaftssimulator wieder. Mit natürlich einer neuen Karte, neuer Schwierigkeitsgrad, der Ice Dragon als Chef. Mal gucken, wie das wird. Wie er mich hier rumkommandiert. Mit was für furchtbare Technik. Ja, ich schicke dich nur mit der schlimmsten Technik aus. Ja, das glaube ich dir auch noch. Ich hatte ja die modernste Technik hier immer. Ja, natürlich, natürlich, natürlich. Meinst du, ich habe das anders gemacht, Benni? Ja, gut, hast du noch was zu sagen? Cool. Alles klar. Sehen wir uns dann natürlich in der neuen Staffel wieder hier zum Landwirtschaftssimulator 15. Und wir bedanken uns natürlich an alle fürs Zugucken. Hoffe, euch hat das Video gefallen und auch die komplette Playlist von dem Landwirtschaftssimulator, also von der ersten Staffel. Und tja, würde ich sagen, sehen wir uns dann in der nächsten Staffel wieder. Danke fürs Zugucken und bis zum nächsten Mal. Tschö. Tschüss.